So, herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Und wir haben gerade in der letzten Folge endlich diesen Raum aufbekommen in der Apotheke, um die Pillen zu bekommen. Und da ging der Alarm los. Und wie man hier sieht, sind nun alle Zombies auf dem Weg zur Apotheke. Und wir müssen da einfach echt raus. Und müssen mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und ich denke, wir schauen uns jetzt einfach mal dieses Video hier an. Und ich halte mal meinen Mund so lange. Time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. All right, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Stay away from the windows. Okay, mein Gott. So, wie komme ich da ran? Lass mich da! Okay, lass mich das machen. Ich krieg das hin. We don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. Halt die Klappe, wir überstehen das. Ah, wie krieg ich das wieder zu? Da. Ich wollte die ganze Zeit schon Q drücken. Fuck. Are you sure? Shit. Okay then. Timothy, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Vor allem das Umgeballer, das hilft uns jetzt auch nicht, oder nur kurz weiter. Immerhin werden dadurch wahrscheinlich immer mehr noch angelockt. So, sie sucht irgendwas, was wir jetzt benötigen können, um die Tür abzuschließen oder abzu... Ah, mein Gott. Ah, jetzt. Puh, 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 puh. Okay. Ja gut, her damit. Nimm den Stock. Das war doch der Stock von unserem Vater. Also von Dies Vater. Genau. Ach du Scheiße. Lass Duck in Ruhe. Oh nein, ist das schon wieder so eine Entscheidung? Ja, ist es. Ich werde Carly helfen, weil immerhin hat sie die Pistole. Vielleicht kann sie Duck danach auch noch helfen. Los, hilf doch Duck! Oh. Scheiße. Los, alle raus hier. Ey, du lässt Clementine in Ruhe. Lass Clementine. Das war die mit dem Schraubenzieher im Rücken. Und raus hier. Los, schnell raus. Es geht nicht so weiter. Was für eine... Was? Was war das denn? Ich hab grad nicht lesen können, was da stand. Das ging mir jetzt zu schnell. Boah, ich dachte gerade, er erschlägt uns. Los, komm. Danke dir. Kann ich wohl heutzutage echt nicht mehr jedem vertrauen. Dann besorgen wir dem Penner extra noch diese Pillen. Und der will uns zurücklassen. Ich glaube, ich fasse es nicht. Oh, das Motel, das kennen wir ja schon. Clementine. Das war Lilly, glaube ich. Hieß sie Lilly? Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Das hört sich nicht gut an. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir sind hier immer noch mit unserer Gruppe. Sprechen wir mal als erstes mit ihm. Mit Glenn.
largest cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Der Glenn, der will abhauen. Ich glaube, es ist die falsche Entscheidung. Du musst tun, was du tun musst. Finde deine Freunde. Ich denke, er muss tun, was er tun muss. Und wenn er denkt, er muss es tun, dann muss er es auch tun. And I gotta do this. Yeah. I respect that. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Ja, ich denke, er hat da eine wichtige Sache oder eine wichtige Frage angesprochen. Muss man in so einer Situation dem Menschen dann die Möglichkeit geben, wenn er es möchte, sein Leben halt zu beenden, weil er nicht als Zombie rumlaufen möchte? Und ich denke, das habe ich, glaube ich, in der Folge auch angesprochen. Ich denke, ja, man sollte dann den Menschen selbst entscheiden lassen. Es ist immerhin sein Leben. Und ich kann das gut verstehen, dass man das nicht möchte, als Zombie wiederzukommen. Also ich würde mich wieder so entscheiden und ich würde dem Mädchen oder der Frau oben immer noch die Waffe geben. Schreibt mal, wie ihr das sehen würdet. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Ja, wir schulden ihm echt unser Leben, ne? Wenn er nicht nochmal gekommen wäre, dann wären wir da liegen geblieben. Was wäre dann aus Clementine geworden? Und vor allem, was ist mit dem Typen? So, wie geht's weiter? Müssen wir hier zu Carly? Ich denke schon. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Er hat dich auch gemocht. Es tut mir wirklich leid. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I think. Okay. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Ich wollte euch beiden helfen. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Tja, warum habe ich mich zuerst für Carly entschieden? Ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass sie die Waffe hatte und ich dann irgendwie noch den Gedanken hatte, dass man mit einer Waffe noch Doug hätte helfen können. Und außerdem ist es, glaube ich, so... Ich weiß, ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären, aber es war halt dann die Entscheidung. Hättet ihr euch anders entschieden? Schreibt es mal in die Kommentare. So... Du Arschloch. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Das tut mir leid. Es tut mir leid. I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Ihr Vater ist gefährlich.
Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Okay. Hey, er weiß von unserer Vergangenheit. Do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. Could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. Das stimmt. You know, guys, I think it's going to be okay. So, wir haben also unsere Gruppe gefunden und wir haben auch einen Ort, das Motel. Oh. Und damit war's das mit der ersten Episode. Aber keine Sorge, liegt gar nicht beim nächsten Mal. Oder doch? I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Und damit geht's in der nächsten Folge weiter bei The Walking Dead, Episode 2. Bis dahin. Ciao.